Servus, moin, moin. Ja, Dennis hier. Willkommen zu unserer ersten Newstime-Sendung. Ich erkläre euch am Anfang mal direkt, was es damit auf sich hat. Und zwar habe ich ja vorher immer schon zwischendurch ein paar News bezüglich Games at Home und sowas preisgegeben. Das soll jetzt regelmäßig sein. Das heißt, heute ausnahmsweise auf dem Dienstag, sonst immer jeden Freitag Newstime für euch. Entweder ich oder Thomas, je nachdem. Und da werden wir euch dann die neuesten News entweder zu Games at Home, falls das mit unseren Servern nicht stimmt, zu den Games natürlich auch, die erscheinen werden oder irgendwelche Probleme haben, zu unserer Sendung natürlich, die immer noch folgen und so weiter und so weiter. Und ich starte dann jetzt mal. Ich habe mir hier irgendwo alles aufgeschrieben. Was ist doch hier? Nein, ne, dann kommt da. Nee, ist auch nicht. Nee, Stift. Ja. So, da sind sie noch. Okay. Für alle denken, es wäre nur ein leeres Blatt. Ist es nicht. Ich habe mir ganz viel aufgeschrieben heute. Und zwar geht's los mit Mythos Netzgeneration. Technisch trennen nur Schnurtelefon und Smartphone Licht, ja. Okay, nein, ich brauche natürlich keinen Zettel. Wir haben heute die neuesten News in Sachen Games at Home Sendung 9. Wir haben schon alles aufgenommen. Es fehlen nur noch ein paar kleine Feinschliffs für die Reviews. Sendung 9 ist so gut wie in den Startlöchern. Games wie Arkham City, Batman natürlich, und Uncharted 3, Infamous 2 und Call of Duty Modern Warfare 3 plus Multiplayer Special warten herzhaft auf euch. Ihr dürft euch freuen. Wie gesagt, die ja, Games sind nicht so ganz aktuell. Wir müssen mal gucken. Dafür sind meistens unsere Angezockts da. Die sind dann immer etwas aktueller. Apropos angezockt, Rayman Origins ist ja gestern oben. Auch sehr lustig, aber nur die Demo. Ich werde zum Ende des Monats das richtige Spiel dann auch nochmal antesten. Das kommt dann für den PC endlich raus. Für PS3 hapert es bei mir immer noch ein bisschen wegen Aufnahmeproblemen, beziehungsweise ich habe noch kein funktionierendes Endgerät, wie man so schön sagt dafür. Und das muss erst noch besorgt werden, immer noch. Dann, ja, haben wir noch Mass Effect 3. Ja? Ist ja jetzt rausgekommen, kommt noch raus. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau, aber wir haben's. Wir haben es, ja, wir haben es. Beziehungsweise ich habe es. Und ich darf es anspielen. Und ich freue mich schon sehr drauf. Angezockt für euch, dürft ihr euch wieder drauf freuen. Die PS3-Demo hatte ich schon angezockt. Die fand ich aber FPS-technisch sehr schwach. Aber haben sich auch schon viele darüber beschwert. Im Gegensatz zur Xbox-Version. Aber wir zocken es auf dem PC. Von daher wird es nicht so schlimm. Dann habe ich schon gelesen, dass Mass Effect 3 schon Probleme beim Spielstand-Import hat, bevor es überhaupt draußen ist. Ist natürlich ja, nicht so geil, aber kannst du machen nix, ne? Dann kam letztens ein neues großes Update für Skyrim raus, 1.5. Und das bringt neue Killcams. Total geil, ja, braucht jeder. Und dann Halo 4 kommt ja auch bald, aber es wird wahrscheinlich keine Beta geben. Schluchz, schluchz. So ein Mist aber auch. Ja, dann sind noch so unwichtige News wie Mass Effect für iOS und dann Steam, also Valve, haben eine eigene Spielekonsole angekündigt, die angeblich Steambox heißen wird. Das soll dann die PC-Konsole von Valve sein. Was das jetzt so genau soll und zu was die fähig ist, das kommt wahrscheinlich erst noch, wenn es nicht sowieso ein Gerücht ist. Dann ist von Gamigo, ja, eine große Spieleseite, die Datenbank gehackt worden, der Server ist offline. Ist aber schon ein bisschen länger her. Mittlerweile sind die, glaube ich, wieder da, soweit ich weiß. Dann wurde ganz neu angekündigt: Pokémon Schwarze und Weiße Edition 2. Ja? Das heißt, ein Pokémon-Spiel, das einen direkten Nachfolger bekommt. Also, die fangen dann nicht mit lila, grün getupft, machen die ja nicht weiter, sondern gehen dann direkt auf Pokémon Schwarz und Weiß und setzen einfach eine 2 hinter. Ich freue mich jedenfalls. Ich fand die ersten auch nicht schlecht. Mal wieder ein bisschen was anderes. Dann habe ich letztens noch Azuras Wrath durchgezockt. Ziemlich geiles Spiel. Zwar mehr oder weniger nur durch ja, Quicktime-Sequenzen, aber wenn man sich darauf einlässt und die Story ist auch echt richtig gut. Du kriegst eigentlich ein Lob. Ist auch echt richtig gut. Dann ist das Nebensache.
Dann ist rausgekommen die Mortal Kombat Complete Edition mit allen DLCs. Freue ich mich schon drauf. Ich werde es mir auf jeden Fall besorgen. I Am Alive kommt morgen wahrscheinlich raus, am 7. März. Dann haben wir noch die Silent Hill HD Collection und Downpour wurden verschoben. Ist jetzt nicht so geil, aber ja, kann man nichts machen. Ja, Mass Effect 3 kommt, FIFA Street nochmal rebootet, kommt auch. Sniper Ghost Warrior 2 gibt es auch noch diesen Monat, aber ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht. Ridge Racer Unbounded kommt auch noch. Rayman 3 HD am 21. März. Ninja Gaiden 3. Gut, ob das jetzt wirklich so rauskommt, ist fraglich. Auf jeden Fall ist Ninja Gaiden Sigma für PS Vita erschienen. Das hat auch sehr gute Kritiken gekriegt. Ich werde mir zeitnah auch vielleicht mal eine besorgen, damit ich euch da auch ein paar Reviews von präsentieren kann. Resident Evil Operation Raccoon City kommt auch noch. Ist ein Mehrspieler-Shooter, der jetzt wirklich so gut wird, das wage ich zu bezweifeln. Aber gut, man weiß es ja nicht. Am 30. März dann endlich Rayman Origins für den PC. Ich freue mich drauf, obwohl ich schon viel PS3 durchgezockt habe. Ja, das war es erstmal für diesen Monat. Ist auch eigentlich reichlich. Nächsten Monat kommen dann so geile Spiele wie Prototype 2 und ja, Devil May Cry HD Collection kommt dann auch noch. Ja, eventuell Diablo 3. Ja, glaube ich zwar jetzt nicht so wirklich dran, aber naja, gut. Ja. Das war dann eigentlich im Prinzip so. Ne? Ja, Syndicate kommt noch ein angezockt von mir jetzt die Tage hoch, wahrscheinlich sogar heute, je nachdem. Dann werde ich endlich mal Amnesia weitermachen. Ja, Part 5 sind wir dann. Und ja, The Darkness 2 vielleicht eventuell auch. Also sind momentan ein bisschen Spielüberflut herrscht hier bei uns. Von daher einfach mal abwarten und gucken, was kommt. Ja, ansonsten ist eigentlich nicht viel zu erzählen. Ne? Die ersten Screenshots für Halo 4 sind draußen, lese ich hier gerade. Total geil. Ich bin jetzt nicht so der Halo-Fan, von daher. Von der berühmten Wing Commander Saga kommt jetzt auch so ein Projekt, das von ehemaligen Indie-Fans bzw. Indie-Entwicklern programmiert wird. Und da freue ich mich auch schon drauf. Wing Commander war echt ein geiles Spiel, bzw. waren mehrere geile Spiele. Ja, also von daher sehr, sehr, sehr gut. Ich freue mich drauf. Ja, das war es erstmal von mir. Hat ja auch lange genug gedauert. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt einen schönen Tag. Was laber ich hier eigentlich für Mist? Aber ist ja auch egal. Man sieht sich spätestens hoffentlich in Sendung 9. Vielleicht kommt vorher auch noch die neue Newstime raus, je nachdem, wie lange wir noch brauchen. Macht's gut, haut da rein. Bis denn dann. Ciao.